siehst, ich bin hier in Google Chrome und wenn ich in das Adressfeld tippe, so klappt automatisch die Tastatur auf und wenn ich zu schreiben beginne, so werden mir gleich schon Vorschläge gemacht. Tagi.ch, da war ich jetzt schon mal. Diese Seite rufe ich auf. Mit diesen Anfassen kann ich jetzt den Ausschnitt noch festlegen und gleich über dieser Auswahl kommt dieses Kontextmenü hervor. Ich wähle Kopieren, verlasse diese App mit der Home-Taste und in diesem Fall öffne ich jetzt WPS Office, ein Textverarbeitungsprogramm unter anderem, bei dem ich die Werbung überspringen muss zu Beginn. Da erstelle ich über das Plus unten rechts ein neues Dokument. Das soll leer sein. Und wenn ich hier nun den Finger lange auf den Bildschirm drücke, so siehst du die Option einfügen. Und schon habe ich diesen Text aus dem Tagi in dieses Textverarbeitungsprogramm kopiert.